willkommen, liebe Damen und Herren, zu den Star News vom Donnerstagabend. Und die steht heute ganz im Zeichen von Geben ist seliger als Nehmen. Und getreu von dem Motto hat Miss Earth Schweiz Organisation zu einem Benefiz-Event geladen. Und dort hat man nur für gerade 3 verschiedene Organisationen können spenden. Und was für Organisationen das sind und was an dem Benefizanlass so alles abgegangen ist, das zeigt und erklärt uns jetzt die Nina De Giorgi. Guten Abend miteinander. Es ist wohl die besinnlichste Zeit im Jahr, der Advent. In den nächsten paar Wochen geben wir ganz viel Liebe unserer Familie. Aber was auch zählt, sind unsere Mitmenschen. Und auf die schenken wir auch ganz viel Beachtung. Heute Abend sind wir hier mit 3 verschiedenen Partnern. Der Miss Earth Schweiz, Triotel AG und Bonprix. Wir feiern mit Swiss Christmas Theater zusammen in Oerlikon den wunderschönen Anlass und sammeln Geld für die AIDS-Hilfe Schweiz, das Schweizerische Rote Kreuz sowie Insieme. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass und denken Sie auch an Ihre Mitmenschen in dieser Zeit. When we finally said goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Am heutigen Tag unterstützt du ja 3 verschiedene Projekte. Kannst du uns schnell etwas zu denen sagen? Ja, das wäre ja zum einen unser Hauptprojekt, das Schweizerische Rote Kreuz Augenlicht schenken. Das wäre der Welt-AIDS-Tag ist ja heute. Und dann unterstützen wir die AIDS-Hilfe Schweiz unterstützen und in Insieme Menschen mit Behinderung. When we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. Die heutige Gala ist ein Zeichen von «Verbinden wir Herzen». Was verbindet Sie mit dem? Triotel verbindet Herzen auch mit ihrem Geschäftsmodell, telefonieren und Gutes tun. Und so ist die Benefiz-Gala eigentlich eine ideale Plattform, wo man Gutes tun kann. Unter anderem auch für Insieme, Menschen mit Behinderung und AIDS sowie im Schweizerischen Roten Kreuz. Let it snow, let it snow. Was ist das Ziel von dir am heutigen Abend? Ich möchte natürlich, dass wir so viel wie möglich Spendengelder zusammenbekommen. Bonprix hat seinen Teil getan. Vielleicht können wir noch was zusätzlich jetzt mit den SMS erreichen heute Abend. Sehr schön. Die Gala ist vom Frühjahr auf den Dezember verschoben worden. Wie findest du das? Ist man in der Weihnachtszeit spendabler als im Frühling? Genau, das wäre meine Antwort gewesen. Natürlich unsere Hoffnung, dass dadurch die Spendenbereitschaft noch ein bisschen höher ist bei den Menschen. Bei mir ist sie das auf jeden Fall heute Abend. Die amtierende Miss Earth Schweiz muss nicht nur gut aussehen, sondern sie muss sich auch für eine Botschaft einsetzen. Was ist die Botschaft vom heutigen Abend? Wir verbinden die Herzen. Das heisst, dass mir jeder hier in der Saal, der dabei ist, kann etwas dafür tun und machen und spenden und auch Freude dabei haben. Warum tut man dann die Benefizgala das Jahr mit Swiss Christmas in Verbindung setzen? Weil wir eine wunderbare Zusammenarbeit mit Triotel haben und was ist besser als beim Swiss Christmas im Dezember etwas weitergeben. Und schon habe ich einen Applaus. Herzlichen Dank auch an euch. Miss Earth Schweiz verbindet Herzen. Aus diesem Grund hat Miss Earth Schweiz Organisation mit ihren Partnern Bonprix, Revlon, Triotel, Backlight, Kleiner, Skinny, Star TV Cover und Pilotpen eine wunderschöne Benefizgala organisiert. Um Daten zu sprechen und ihre Dankbarkeit am Leben gegenüber zu teilen. Es wurden Spenden gesammelt worden für AIDS-Hilfe Schweiz. In Siemen Menschen mit Behinderung Augenlicht schenken vom Schweizerischen Roten Kreuz. Schönheit für einen Zweck und ich als Miss Earth Schweiz 2012 bin Botschafterin
für Umwelt und soziale Projekte im Spielen. Und ein Kind kann sich nachher ausbilden in der Schule. Und das ist wunderbar. Danke viel, viel mal an der Miss Earth Schweiz Organisation und all diesen Missen, die uns so herzlich unterstützen. Schon so viele Jahre. Danke, danke, danke. Es braucht gar nicht so viel, um einem Menschen einen schönen Tag zu bescheren. Und einen anderen schönen Tag ist heute. Das erzählt mir die Doris Fiala. Meine Damen und Herren, danke Herr Fessler, danke Herr Hofmann vom Triotel. Aber auch dank Swiss Christmas und dank Ihnen, Miss Earth, kommt Bates-Hilfe Schweiz eine grosse Unterstützung über. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir sind über das sehr, sehr glücklich. Sie müssen wissen, weltweit sind 34 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Sie ist eine Organisation für Menschen mit Behinderung. Und Sieve heisst gemeinsam. Und gemeinsam vor 55 Jahren haben Eltern aus Verzweiflung und Sorge um ihre Kinder in Sieve gegründet. In Sieve ist in der Schweiz vertreten mit 50 verschiedenen Vereinigungen. In Sieve tut aufklären, in Sieve tut sensibilisieren, in Sieve kämpft dafür um Toleranz für Menschen mit Behinderung. Wir sind alle zu danken. Martin, was für Bonki? Was haben Bonki und Miss Earth gemeinsam? Bonki und Miss Earth, wir haben beide stehen wir für Schönheit und wir stehen für soziale Verantwortung. Schönheit, weil wir Mode verkaufen und wir versuchen unsere Kunden immer ein bisschen schöner zu machen, ganz klar. Und soziale Verantwortung versuchen wir mit unserer Unterstützung von Miss Earth zu beweisen. Und das jetzt schon seit 7 Jahren. Von vornherein mit dabei. Sehr gut, dann voran rufen, Vertrag und checken. Bitte, diese Bombe. Und Frau Redlon, für Augen schenken. Wir diese Franken. Danke viel, viel mal. Das wird so gut. Oh, the weather outside is frightful, but the fire, it's so delightful. And since we've no place to go, let it snow. Am 7. April ist es dann soweit und die Miss Earth 2013 wird gewählt. Hier auf unserem Sender übertragen wir einmal mehr die ganze Live-Kiste von A bis Z. Und man kann sich jetzt bewerben, um als Kandidatin dann am 7. April dabei zu sein. Und auch dazu haben wir ein kleines Video. Bonprix und StarTV suchen zusammen mit der Miss Earth Schweiz Organisation die neue Schweizer Umweltbotschafterin. Stehst du hinter dem Slogan «Schönheit für einen guten Zweck»? Bist mindestens 1,68 gross, zwischen 18 und 25, ledig und hast den Schweizer Pass? Dann suchen wir genau dich. Einschreiben kannst du dich unter www.misserfschweiz.ch oder direkt mit einer Mail an info@misserfschweiz.ch. Meld dich jetzt an und vielleicht bist du am 7. April live auf StarTV unter den Kandidatinnen und gewinnst bis zu 10'000 Schweizer Franken. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Ja, liebe Damen, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann meldet euch an, geht auf www.misserfschweiz.ch. Dort hat es ein wunderbares Anmeldeformular. Einfach ausfüllen, abschicken und vielleicht sind wir schon bald in der Live-Sendung vom 7. April hier bei uns bei StarTV. Mit diesen weihnachtlichen Worten entlasse ich sie jetzt. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder, dann an einem neuen Sendeplatz einschalten, am 6:45 StarNews, jeweils zwischen der Serie Becker hier auf StarTV. Bis dann, macht's gut, wünsche euch einen ganz schönen Abend, bis bald und tschüss zusammen.